Wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part meines 100 Abo-Specials. Hier geht's weiter beim Dreschen, da wir es praktisch das letzte Mal aufgehört haben. Hier habe ich das letzte Mal so ein bisschen was übersehen. Den Zuppel. Den dreschen wir jetzt ja noch weg. Genau. Und worüber können wir heute reden? Also, heute in der Folge geht's weiter mit so grundlegenden Fragen. Wie ich meinen Kanal verbessern kann. Da gibt es heute die erste Frage. Aber dann erst so ab 10 Minuten, da sage ich aber nochmal Bescheid. Genau, und da ist unser Drescher auch schon wieder voll. Und wir fahren mal rüber zum Traktor, zum Abtanken. Genau, wenn ihr den letzten Part gesehen habt, oder den ersten von diesem 100 Abo Special hier, dann wisst ihr schon, was wir hier spielen. Und genau, was ist jetzt noch so geplant? Also wir werden jetzt hier das Feld noch fertig dreschen und dann geht es auch schon los mit Stroh sammeln. Das werden wir dann mit unserem kleinen Traktor und dem Ladewagen machen. Dann werden wir hier das Stroh so ein bisschen einsammeln und auf den platzierbaren Haufen, jetzt ist mir das Wort tatsächlich eingefallen, aufladen, sodass wir dann das Stroh dann aufnehmen können, wenn wir es dann gebrauchen zum Füttern. Genau, es kann sogar sein, dass unser Anhänger jetzt langsam voll wird. Da ist nämlich schon bei 71%. Hoffentlich kann man hier das ganze Getreide hier noch so ein bisschen reinquetschen. Genau, dann machen wir jetzt mal das Rohr wieder rein. Und dann geht es auch schon weiter. Da sind übrigens unsere Kühe, also der Kuhstall zumindest. Hier sind die Schafe, da haben wir aber keine. Wir haben nur Kühe. So ein bisschen bergisches Gelände, das ist auch cool. Genau, und nachdem wir unser Stroh eingesammelt haben, werden wir so langsam in den größten Teil von dem Projekt hier eingehen, und zwar in ins Grünland. Da werden wir so ein bisschen Grünlandarbeiten machen, mähen, wenden, schwaden, was auch immer, Ballenpressen, sammeln, wickeln, das was alles so dazugehört. Dann müssen wir zum einen Heu machen und aber auch Silage. Das werden wir dann in Ballenform pressen. Ach nee, Quatsch. Wir werden nur Silage pressen. Das heute werden wir mit Sammeln mit einem normalen Ladewagen. Genau, manche hätten sich jetzt vielleicht schon gefragt, warum ich nicht typische Bergtraktoren jetzt nehme. Zum Beispiel Ebi oder Reform oder Lindner oder was auch immer. Ich hatte wirklich vor längerer Zeit schon mal ein... Ich frage jetzt mal so, könnt ihr euch erinnern an die PowerPoint-Präsentation, die ich mal gemacht habe, an die allererste? Entschuldigung, jetzt habe ich mich verschluckt. und zwar zur Umfrage, wie es weitergehen soll. Ich habe ja damals das, wie soll ich sagen, das Case-Projekt angefangen und wollte aber noch ein zweites Projekt mit starten. Das ist dann das Case-Projekt geworden. Könnt ihr euch noch an die PowerPoint-Präsentation erinnern, die ich da gehalten habe? Da stand ja auch ein Projekt drin, und zwar zu etwas bergischem Gelände mit Steier. Das war ein Vorschlag. Leider hat keiner einen Vorschlag drunter geschrieben, was ich echt traurig fand. Weil ich wirklich da mit euch arbeiten wollte, aber da hat wirklich keiner irgendwas geschrieben, so dass ich mir dann im Endeffekt selber was ausdenken musste. Das fand ich schon echt schade. Könnt ihr euch daran erinnern, dass ich da die Worte gesagt habe, ich möchte auch einmal ein Projekt starten auf der Gamsding mit Steiertraktoren? Das ist mein 100 Abo Special geworden. Das ist das, was ihr jetzt seht. Das finde ich ziemlich cool. Und ich bin sehr glücklich, dass wir das hier so ein bisschen in ganz kurzer Form hier führen können. Ich hoffe, dass es im LS17 die Gamsding Map hier auch wieder geben wird, sodass ich mein gewünschtes Projekt im LS17 so richtig aussehen kann. Weil ich finde die Map echt geil, also die ist echt gelungen.
Was mir gerade so ein bisschen bei dem Wurzelmarschdrescher auffällt, man sieht das Rohr überhaupt nicht. Das sitzt viel zu weit hinten. Manchmal kann man ja hier so ein bisschen aus der Kabine rauslunzen und kann normalerweise das Rohr sehen, aber das ist einfach über der Scheibe drüber, sodass man sich so ein bisschen rüberbeugen muss. Aber man hat auf jeden Fall guten Blick auf den Korntank hier hinten. Der sich jetzt so langsam entleert. Und wir werden jetzt mal fix den Drescher hier fortfahren. Den stellen wir hier drüben auf den Platz, weil wir sind hier schon fertig mit Dreschen. Und beginnen jetzt so langsam mit dem Sammeln des Strohs hier. Genau. Aber zuerst muss ich ja erstmal einen Weg finden, hier überhaupt rumzukommen. Ups. Ups. Und hops. Genau. So, dann stellen wir mal unseren Drescher hier. Ja, den habe ich nämlich, möchte ich jetzt ungern mit auf den Hof nehmen. Aber dafür nehmen wir unseren großen Steier mit auf den Hof. Was macht na? Achso, das liegt wahrscheinlich an meinem Joystick, ja. Natürlich. So. Er hat nämlich immer so seine Tage, mein Joystick. Da ist so präzise. Da findet dann meistens keine Verankerung und deswegen tüdelt das hier so ein bisschen rum, wenn der Joystick damit dran hängt. Und das tut er, wie zu jedem LS. Genau. Ah! Komm, wir besuchen mal die Kühe das nächste Mal. Da schiebt nämlich ganz schön über die Achsen hier, der Anhänger. Ist ja auch ein riesen Anhänger, also was für ein LKW normalerweise. Genau, deswegen fahre ich also mal so ein bisschen ungekonnt durch Silo durch. Und tu mal hier so rumfahren. Und dann hier hoch. Und dann tun wir das Getreide mal rückwärts. Rückwärts. Na? Rückwärts. Ja, abtanken. Dann gucken wir mal, ne, hier ist Raps drin. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt drin habe. Weizen haben wir, ne? Nichts. Das. Ich wollte nämlich eigentlich Gerste sehen, aber das habe ich dann vergessen umzustellen. Deswegen ist da jetzt Weizen draus geworden. So, und jetzt muss ich so ein bisschen gucken, dass ich den Anhänger hier so ein bisschen reinkriege. Mit Dolly ist das natürlich ein Sackgang. Noch nie gemacht, aber ich denke, ich lock mich schon gut. Es ist ja noch fast so schlimm wie Drehschäme. Ein bisschen schlimmer sogar. Jetzt scheint ja die Sonne ganz schön rein. Ach du Scheiße, jetzt sehe ich nicht mehr. Oh je. Yeah. Mach ich das gut? Nee, ne? Ach Mensch. Ist da nicht so? Mir überhaupt eine Abladebucht? Nee, ne? Also das ist eine ganz bescheuerte Idee, die ich hier mache. Ja, der Zaun da ist mittlerweile auch IA. Das heißt so viel wie kaputt. Im Arsch. Darf man das sagen? Ich glaube nicht. Okay, wir können abkippen. Das ist gut. Da geht auch die Drehzahl vom Traktor schön mit hoch. Währenddessen da hier so ein bisschen abkippelt. Können wir ja mal unser Tor aufmachen. Dass wir den Anhänger hier auch wieder einstellen können. Super, ist das schon fertig? Ja. So, und dann fahren wir den mal hier rein. Er hat nämlich gerade so hier reingepasst, das finde ich extrem gut. Gerade so. So, fertig. Oh, das passt doch wie die Faust aufs Auge. Da passt kein Daumen mehr dazwischen. Sag ich euch, das habe ich fein gemacht. So, und dann fahren wir jetzt mal ein bisschen wieder in die Garage. Da, wo der große Traktor ja auch hingehört. Und kaputt. Also unser Zaun, da ist mittlerweile schon ganz kaputt. Ja. So, dann tun wir den mal so blöd. Nicht einen zweitgroßen fahren. So. Einmal ausmachen. Super. Dann hier
Dörlein zu und da Dörlein auf und dann nutzen wir mal unseren Leinsteuer hier. Ist dann nicht schön. Und räumen mal mit denen zum Erdewagen und holen den Ball. Ein süßer kleiner Fratzer Traktor. Der hat auch andere Breifung als der größere mit Fronthubwerk. Ist mir aufgefallen, der hat schmälere Breifung drauf. Theoretisch kann ich jetzt einfach hier durch den Zaun brettern, aber das ist so ein bisschen unprofessionell. Deswegen fahren wir schön außenrum. Genau, aber wir haben unsere 10 Minuten schon voll, deswegen heißt es, der Part hier beendet nicht Spaß. Die erste Frage kommt, und zwar müsste jetzt, genau jetzt oben in der Ecke, ein i aufploppen mit einer Frage. Und die lautet, warte, jetzt muss ich erst mal selber darüber nachdenken. Wollt ihr hinter meinen Videos eine Hintergrundmusik hören? Klickt er dann A, ja und nein, oder ja. Also wenn man so viel redet, ne, da verhaspelt man sich auch gerne mal. Da klickt er dann entweder ja oder nein an. Das wäre super, wenn ihr mich da so ein bisschen unterstützen würdet und mich nicht wieder mal im Trocken stehen lasst. Ich meine, ich habe 100 Abonnenten, da wären doch mindestens von den 100 Abonnenten 20 oder 10 schaffen, da mal auf irgend so ein i zu klicken. Das ist doch jetzt nicht so schwer. Also ehrlich, bitte Leute, das schafft ihr, unbedingt. Ich bin eben schon öfter so ein bisschen sitzend gelassen worden. Genau, also ihr würdet mir super doll helfen, wenn ihr da mal ja oder nein anklicken würdet. So, und dafür laden wir jetzt hier unser Strom. Genau, wir könnten natürlich, wir haben es viel kleine Traktoren hier. Das hat seine Gründe, weil man kann ja, ich habe ja auch zu meiner PowerPoint-Präsentation gesagt, dass wir nicht so, wir könnten ja praktisch nicht mit dem Steiger oder mit einem Case ja Quadrax 620 auf den Berg rumfahren, das können wir natürlich, aber auf das lohnt sich schon nicht so richtig. Deswegen haben wir hier auch die kleinen Traktoren hier mit am Start. Genau, so, wir haben schon ein bisschen Stroh eingesammelt, das dürfte eigentlich grundlegend schon reichen, aber ich möchte trotzdem das ganze Stroh verfällt haben und deswegen holen wir mal das Rest hier auch mit. Genau, also ich möchte schon noch in dem Part hier das Stroh noch fertig bekommen. Hoffen wir es mal. Und ja, was mich so ein bisschen wie hieß das? Genau das Gegenteil davon. Was mich so ein bisschen erstaunt hat, Steyr liegt noch mit seinen Traktoren, die gefallen mir. Die haben jetzt die neue Multibauserie angekündigt, erstmals mit Armlehne, was schon ziemlich geil ist. Weil ich bin so ein bisschen Armlehnen-Fanatiker. Ich habe so ein bisschen einen Armlehnen-Fetisch, also alles, was eine Armlehne oder Computer oder so drin hat, Bordcomputer oder sämtliche Maschinensteuercomputer, das ist für mich schon mal absolut geil. Ja. Deswegen finde ich die neuen Steuer-Multibau-Serie, die jetzt im 2017, glaube ich, rauskommt, finde ich die schon mal ziemlich geil, also ehrlich. Ziemlich gelungen. Steyr haut nach, aber mir hat Steyr schon immer schon gefallen. Immer. Ich fand Steyr ist einfach eine Premium-Marke, genauso wie KCH. Das sind so die Traktoren auf Platz 2 für mich. Platz 1 ist immer noch ungeschlagen, John Deere. Das wird auch immer so sein. Platz 2, da kommen ganz viele, da kommt dann so New Holland, KCH, Steyr und Klass. Und letzter Platz belegt Valtra. Da bin ich immer noch nicht drüber weg, dass Valtra im LS17 kommt. Aber Leute, ich werde mich beherrschen. Im LS17 kommen ja neue Marken dazu, wie Fan, Challenger, Massive Ferguson, Valtra und so ein Zeug. Ich freue mich auf den LS17, also ehrlich. Und ich mache das nur euch zuliebe. Ich mag kein Valtra, mir gefällt einfach. Das Äußere ist jetzt nicht so schlecht, aber mir gefällt einfach, wie Valtra aufgebaut ist, nicht. Das Innere, das geht schon mal gar nicht. Die haben schon mal so eine schrecklich grässliche Armlehne drin. Da kann man ja nur Augenkrebs kriegen. Und ich weiß auch nicht, wie man so ein Teil fahren kann, aber Valtra müsste ernsthaft mal was im Inneren umbauen. Dann wäre Valtra schon nicht mal der letzte Platz für mich, denke ich mal.
So. Ja, und es gibt auch noch weitere Kriterien, warum Faltra 5 auf dem letzten Platz ist, aber das macht für mich schon mal den ersten Platz aus. Oder den ersten Grund aus, warum ich Faltra nicht mag. Und ja, Leute, ich bin gerade durch den Zaun gefahren, aber das übersehen wir jetzt mal ganz gekonnt, weil ich habe jetzt keinen Bock hier, wie jede scheiß Fuhre hier außen rum zu fahren. Da wird man ja ewig und 3 Tage nicht fertig. So, auf jeden Fall werde ich mich für euch beherrschen, falls ich den LS17 Let's Playen werde, was ich ziemlich hoffe. Werde ich natürlich auch Faltra kaufen. Aber das kostet mich schon Überwindung. Ihr könnt ja mal im Kommentarbereich schreiben, was ihr oder welche Traktormarke ihr überhaupt nicht mögt. Es gibt auch so ein paar Kriterien. Fendt fahre ich definitiv, also würde ich auch fahren. Aber ich bin jetzt nicht so der Fendt-Fan, also ich würde mir jetzt nicht den ganzen Raum hier mit Fendt vollstellen. Aber im LS sitzen werden, denke ich mal, mindestens 50% meiner Anfangstraktoren oder generell Traktoren aus Fendt bestehen, weil Fendt einfach eine schöne Marke ist. Das war tatsächlich vor mehreren Jahren mal anders. In mehreren Jahren konnte ich Fendt überhaupt nicht leiden, genauso in die Holland. Aber die Holland hat sich mittlerweile so ein bisschen aufgerafft, finde ich. New Holland hat schöne Traktoren. Und deswegen finde ich New Holland mittlerweile eigentlich auch ziemlich cool. Genau. Das einzige, was ich an Fendt bemängel, ist der Fendt-Controller. Dieser Joystick im Inneren des Traktors in der Kabine. Ich meine, da ist vom Nutzen her sehr groß. Also man hat sehr viele frei belegbare Tasten. Aber findet ihr nicht, dass der Fendt-Controller langsam mal ein bisschen alt ist? Ich meine, der erste Fendt-Traktor mit so einem Controller kam 2006 raus. 2006. 2006, das ist uralt schon. Das ist schon wieder 10, der Controller ist schon wieder 10 Jahre alt. Die könnten generell mal so ein bisschen was an der Armlehne ändern. Das wäre ziemlich cool. Aber so die Funktionen von dem Joystick, die können sie ruhig behalten, die gefallen mir auch. Genau, so, das war unsere letzte Fuhre Stroh. Und ich muss sagen, wir haben ja noch 2 Minuten. Was sollen wir in den 2 Minuten jetzt noch machen? Ich meine, Gras, da würde ich erst im nächsten Part gerne anfangen. Ja, dann werden wir aber das jetzt erstmal abkippen und ich würde sagen, wir könnten unsere Traktoren so ein bisschen vorbereiten. Für nächstes Part, dass wir dann direkt anfangen können mit der Graswirtschaft. Deswegen lasse ich hier den Traktor schon mal gleich am Ladewagen dran. Und dann holen wir mal unsere anderen Traktoren. Mähen würde ich gerne mit dem Multi. Ja, ich lasse den jetzt hier gleich mal so ein bisschen ungekonnt hier stehen. Mähen würde ich gern mit dem Multi, deswegen holen wir den. Halt, das war er nicht. Ist er das? Nein. Ist er das? Ja, das ist er. Unser Multi. Mit dem werden wir morgen starten und hier das Innere von dem Multi, das finde ich einfach nur schrecklich. Also jetzt nicht von Steuer her, sondern einfach von LS her. Und ich spiele auf High. Das Innere. Da haben sie sich wirklich keine Mühe gegeben. An für sich im Real Life ist das Interieur hier vom Steuer richtig geil. Du. Also, ehrlich gesagt, schnieke, schnieke, piki. Genau, so, jetzt muss ich gucken, wo es. Nee, stimmt schon so. Wir können auch theoretisch mit einem Profi mähen. Aber für einen Profi, da habe ich andere Aufgaben. So. Ich hätte mir auch so ein Primeier-Mäher kaufen können, so ein Balkenmäher hier, so ein. Ja, aber das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Und der hängt gerade so ein bisschen am Wender fest. Genau, und dann klappen wir das ja mal ein. Und da geht er auch schon ein bisschen auf die Seite, seht ihr das? Finde ich cool. Das ist schon ein bisschen schwer für den. Und dann haben wir hier schon mal unsere Paddinger-Kombination am Haken. Und fahren dann schon mal so ein bisschen an den Start. Und dann sage ich auch schon mal danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Fühlt euch so frei. Klickt einfach auf das rote Abonnieren-Zeichen. Das würde mich sehr unterstützen. Genau. Und dann
sage ich schon mal jetzt, klickt auch auf den Daumen hoch. Das würde mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es dann losgeht mit der Grasernte, wenn man mähen und wenden und schwaden. Und dann sage ich, tschüss Leute, macht's gut.